Dann kann ich dir auch nicht helfen. Das kann ich nur hoffen. Tatsache. Der war ja echt krank. Du wirst schon sehen. Jawohl, Gothic 3 in Braga und los. Soduzer Held ist geheilt. Er hatte sich eine schreckliche Krankheit zugezogen. Krebulates, eine Mischung aus Krebs, Ebola und AIDS. Das ist einfach schrecklich. Und naja, jetzt ist er halt geheilt. Ja, und da gab es noch ein Buchstände. Aber einige unter den Nomaden wollten Innos nicht folgen. Und das Volk der Nomaden ward gespalten. Und die Innos folgten, errichteten große Tempel und wurden das Volk von Varant. Und das Zepter war ihr Zeichen der Herrschaft. Höchst interessant. Also wir sind hier in Prager. Und dieser Nephilim hier, der sich gerade diese leckere, leere Suppe gönnt, der ist der neue Verwalter. Und hat wunderschöne Felle an der Wand. Der ist der neue Verwalter hier. Und hat den Tufail, einen netten Mann, der jetzt hier draußen in der Wüste Zuflucht sucht. Ding vom Thron oder von der Herrschaft in dieser Stadt gedrängt, weil der besagte Tufail sich die Tribute der Stadt für Belia oder für den Anführer der Assassinen hat entreißen lassen. Es geht aber gar nicht. Und gleich mal einen Teleportstein angesagt. Und sehr gut. Jetzt ist es an uns, ein bisschen Tribute einzufordern. Bei den ganzen Händlern hier. Rose zum Beispiel. Wie geht's? Willkommen, Reisender. Magst du etwas von dem Glück hier lassen, das du mit dir trägst? Ich bin José, der Sklavenhändler. Wenn du an Geschäften interessiert bist, ich hätte da was für dich. Ja, aber her damit. Ich bin hier, um dein Tribut zu holen. Natürlich bezahle ich. Richte Nephilim meine Grüße aus. Oh, bester Mann. Es ging ja einfach. Was kannst du mir anbieten? Die Nomaden überfallen uns immer wieder. Es sind mehrere Sippen, die hier in der Gegend ihr Unwesen treiben. Für jeden Sippenanführer, den du tötest, zahle ich dir ein gutes Kopfgeld. Wer sind die Sippenanführer? Malir und Taklar sind die Anführer von diesen Räuberbanden. Sie lauern Reisenden in den Ruinen auf. Und sie waren es auch, die Tufail überfallen und unseren Tribut gestohlen haben. Von Nazaru und seiner Sippe hat sich schon lange keiner mehr blicken lassen. So ist das mit den Nomaden. Man weiß nie, wo die Mistkerle stecken. Ja, dann würde ich jetzt mal anfangen, Nomaden aufzuschlitzen. Malir, Tucker und... Was weißt du über Ayla? Ayla! Sie war die Blume von Braga. Was ist passiert? Es war ein Überfall. Azaru und seine Sippe haben sie einfach geraubt. Kein Wunder, dass sie nicht mehr in der Gegend sind. Er sitzt jetzt bestimmt in seinem Lager und sieht dir beim Tanzen zu, dieser Sohn eines Schurken. Dieser Sohn eines Schurken, oh Gott, wir haben eine Menge. Wie geht es bei Penn? Wir haben eine Menge Aufgaben, jetzt schon mal wieder drei Leute zu töten, zu massakrieren, aufzuschlitzen und in ihrem eigenen Blut liegen lassen. Oh, ich bin schon wieder so böse heute. Da ist Diego. Ja gut, also weil wir... Ich habe eine Idee, wir machen dumme Dinge. Wir machen immer dumme Dinge. Und zwar könnten wir... Wir haben noch Lernpunkte übrig, oder? 14. Könnten wir ein paar Dinge tun? Die Schmiedekunstfähigkeit des Helden steigern und uns eine neue Waffe basteln. Wenn wir Glück haben und der Typ hier den Bauplan verkauft. Ich habe gehört, er soll Baupläne verkaufen. Zeig mir deine Ware. Ja, Bastardschwert, passt. Und er hat Gold. Und wir haben kein Gold. Doch, wir haben eine Menge Gold. Bastardschwerter. Vielleicht reicht's. Ich will nur einen. Danke. Danke, die doppelte Ausführung. Hallo, ich will das Ganze schon... Ich will es genau machen. Spitzhacke wäre auch nicht verkehrt.
ja bald 2.000, 9.000. Das reicht noch nicht ganz. Dann können wir uns halt doch plus einen, das ist ja ein Schnäppchen. Das Schild, 11. Zwei der restlichen Goldbestände. Ja, mal gucken. Ich bin noch am Ding. 5.000. Jo. Und der Held lernte, wie man Bastardschwerter schmiedet. Was brauchen wir denn da? 170 Stärke. Und wir brauchen Eisenerz. Und das macht 95 Schaden. Das ist gut. Das ist sehr gut. 170 Stärke. Das ist weniger gut. Okay. Wir haben weitere Missionen. Wie ist jetzt die beste Biene von Trelis aus vielleicht? Die beste Biene. Wir gehen Eisenerz schürfen. Und Terra, wir brauchen aber ein Talent. Wir lernen Schmiedekunst. Die Fähigkeiten des guten Bergbaus, wie man es schafft, die Mineralien meisterhaft aus den Erzadern zu ziehen. Ja, ich hoffe, das funktioniert so, ey. Nicht, dass ich jetzt wieder eine komplette Folge benötige, um so ein kleines Schwert hier zu schmieden oder so. Bevor es auf Kopfgeldjagd geht. Hey Marek, wie geht's? Guter Mann. Das ist so ein Lagertypi. Torek. Wenn du bei mir Waffen kaufen oder das Schmieden lernen willst, musst du dafür zahlen, Mora. Ja gut. Bring mir was über das Schmieden bei. Wir brauchen... Weiter, Mora. Oh ja, immer weiter, Mora. Weiter, Mora. Gut. Jetzt will ich... Klinge schärfen wir halt auch total geil. Du hast nicht genug Gold dabei. Du hast nicht... Okay, Torek. Kauf mir wieder irgendeinen Blödsinn. Er braucht 500 Gold, dass wir handeln. Das war nicht geplant. Da plündern wir Stadt, krass. Das funktioniert doch, oder? So, sind wir wieder hier. In dem wunderschönen Waldstück, das von Torus bewacht wird. Ja, guten Tag, mürrischer Krieger. Guten Tag, ihr wunderschönen mürrischen Krieger. Gehärtete, alles gleich. Es gibt das so... So der kleine Schatzkammer unter einer Burg, habe ich gehört. Da gibt's viel Gold, ja, das reicht ja schon. Dann wir nehmen natürlich alles mit. Schatz. Oh Gott, das ist ja sowieso schon so viel. Stadtkasse. 100. Nice. Und ein Level. Sehr nice. Was gibt's hier? Blitz. Und 6 Gold. Ja, sehr nice. Und die Stadtkasse. Ja, 13.000. Das ist ein bisschen unvorteilhaft verteilt. Waffenbündel. Passt. Die hier? Metalltruhe. Abgebrochen. Flammenschwert. Flammenwelle. Uiu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 i. Mit ein bisschen alten Wissen macht ihr auf jeden Fall ordentlich Bums. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Ich beobachte dich auch. Ja? Okay, wo ist jetzt diese andere Typ? Wir haben Lernpunkte. Mächtige Krieger-Ding. Es gab hier doch einen, der... Mürrischer Krieger, der alle Kämpfen beibringt. Ich hätte gern Stärke. Ranchak. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Prank. Natürlich. Weiter, Mora. 66. Weiter. 67, 68, 69, 70. So, damit werden wir schon mal gefeilt. Jetzt geht's wieder zurück.
Montera, damit werden wir schon mal gefeilt, die zukünftige Klinge anzulegen. Um besagte Nomaden aufzuschlitzen, die sich in den Ruinen um Prage herum aufhalten sollen. Na gut, das hat ja doch schon ein bisschen Mühe in Anspruch genommen bis jetzt. Typi. Bring mir was über das Schmieden bei. Ich hätte wahrscheinlich von Anfang an die Stadtkasse plündern sollen. Was muss ich übers Schürfen wissen? Da gibt's nicht viel zu wissen. Hau die Spitzhacke in den Fels und fang an zu hacken. Aber mach regelmäßige Schläge. Dann holst du mehr Brocken aus dem Stein heraus. Alles klar, dann machen wir mit regelmäßigen Schlägen die Erz vollkommen unsicher. So, es ist der natürlich beste Weg. Der beste Weg. Finden wir den guten Weg von Trelis? Irgendwo hier ist eine Mine. Irgendwo hier oben. Könnten wir gefasst. Da machen wir einen lustigen Umweg. Wenn das richtig. Ich weiß gar nicht, funktioniert das überhaupt? Keine Ahnung. Ich glaube, der einfachste Weg wäre sowieso von Trelis den Fluss nach oben. Aber hier jetzt mal so durch die Einöde durch und den Höfen von Montera vorbei. Und jeder, das bestimmt auch noch eine Menge wunderschöne Aufgaben zu erledigen gibt. Aber hier, die Wildnis ruft. Es ist von mächtigen Erzvorkommnissen die Rede. Gott, ich hoffe, da gibt es überhaupt Eisenerz in der Mine. Es gibt so viele Bienen hier. Ich habe eigentlich wenig Lust, alle abzuklappern. Das sieht ja ganz gut aus. Ja, die Umgebung ist ruhig. Da wird Baumstumpf zum Beispiel. Und da ein verdorrter Baum neben einem. Ja, ein Schattenläufer. Was macht hier ein Schattenläufer? Das leckt natürlich. Ja, es sind mehrere Schattenläufe. Einfach mal flüchten. Einfach mal flüchten, das. Das Ungeziefer hier. Das sind nochmal irgendwelche Ripper. Aha, ich sehe schon, die Wildnis ist Ungeziefer verseucht. Das sind noch mehr Ripper. Na gut. Ich sehe schon, ich bin wahrscheinlich nicht gerade den besten Weg gegangen. Aber wir sind fast am Ziel der Reise angekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Dieser Typ. Gott, wo kommt denn der her? Was macht er hier? An seinem Lagerfeuer. Er chillt sich. Und ist am Kiffen wie alle anderen? Ja, freilich. Jo, der gute Stoff. Du siehst stark aus. Du kommst gerade recht. Hoffe ich doch. Wie ich sehe, hast du auch ordentlich was im Ärmel. Ich bin Randall. Ich bin Kämpfer und will mich den Rebellen anschließen. Ich war gerade auf dem Weg nach Okara, als ich über diese Mine gestolpert bin. Was hast du vor? Siehst du die Höhle da drüben? Da drin ist wohl die fetteste Mine, die ich je gesehen habe. Junge, da findest du alles. Gold, Eisen, Schwefel. Jawohl. Es gibt da nur ein kleines Problem. Ich will Eisen. Was hast du für ein Problem? Eisen. Die Mine ist voller Viecher. Deswegen ist da auch keiner, um die Mine zu plündern. Allerdings, mit vereinten Kräften könnten wir die Mine ausschlachten. Was meinst du? Ja, voll. Lass uns die Mine ausheben. Das wollte ich hören. Mach dich bereit und folge mir. Immer auf geht's. Leute, es gibt eine Mine. Voll besetzt mit Dingen, Kreaturen des Todes, die mit ihren mächtigen Prag und Cloud versuchen das. Das ist ein Mindcrawler. Versuchen das. Und der fackelt. Versuchen das Erz vor meiner Spitzhacke zu schützen. Oh, dem hast du es gezeigt. Ja, easy. Es geht weiter. Moment, ich kann mit irgendwie. Mit F oder mit T kann ich ranzoomen. Das wollte ich auch mal probieren.
Komm, du kleiner Crawler. Schild. Ein Schild wäre von Vorteil. Sehr gut. Geht's. Es geschehen Dinge. Cool. Funktioniert. Na ihr, Mistviecher. Gott, wenn sich die Ausdauer regeneriert, ist das Campen so viel einfacher. Schlitz. Easy. Der Bursche ist auch schon mächtig am Schlachten. Läuft. Achso, mein Crawler. Schmecke bei der helle Bade des Todes. Sehr schön. Dann chillen wir mal hier ein bisschen, dass sich die Ausdauer regeneriert. Ach cool, und es wird Nacht. Da ist es fast von Vorteil. Ja, ein bisschen viel weniger. Das ist fast von Vorteil, einen kleinen Steak zu futtern. Vielleicht ein Licht sauber anzumachen. Wird wie einen hätten. Randall, was geht? Na, hab ich zu viel versprochen? Schau dir bloß mal die dicken Goldbrocken an. Ich will das Eisen. Was jetzt? Du gehst und machst den Rest das der Mine Gold klar. Ist doch scheißegal. Ich fange schon mal an, sie zu plündern. Jetzt chill dein Glied. Ich plündere zuerst hier. Herzader. Bobend. Es ist Erz. Ganze vier Erz. Es ist das bargische Erz, weswegen die Kolonie damals errichtet wurde, um das bargische Erz von Belia zu schützen. Irgendwie so war es, keine Ahnung. Und wie viel Eisen gibt's? 10 brauchen wir. 10. Läuft. Damit hätten wir genug. Hey, das ist noch ein Schwert. Erz. Damit hätten wir genug, das Ding zu schmieden. Licht. Das Bastardschwert. Sieht Gold. Jetzt wird geschürft, Leute. Ah, und die unendliche Muskelkraft des Helden. Sie schwingt die Spitzhacke. Die treibt sie in den Felsen und entreißt ihm das mächtige Erz. Und hier gibt's ja doch so... Ich will den Pilz. Gibt's ja doch so ultra viel zum Plündern. Da, die ganze Mine ist voll. Eisenader. Zong. Und Klopp. Und mitten in die Fresse rein. Passt. Kann man aber mitnehmen. Ja gut, und während ich jetzt hier plündere, Goldader, ja, kann ein bisschen Zeit vergehen. Ah. In der ich euch vielleicht ein bisschen was erzählen könnte, also mal überlegen. Ab morgen geht's, also morgen, nachdem dieses Video veröffentlicht wurde, am Folgetag. Geht's auf Summer Breeze, dem krönenden Abschluss der Festival-Saison für mich. Und naja, ich hoffe gerade, dass ich es schaffe, genug Videos zu produzieren, dass ich diese eine Woche hier überbrücken kann. Da ist nichts zu holen. Ja, das habe ich schon geplündert. Dann wären da noch zwei. Nicht während eines Kampfes. Ah, Minecrawler greifen an. Es wird auf jeden Fall eines sehr... Da ist mein Licht. Es hat sich aufgelöst. Oh nein! Wieso löst sich mein Licht auf? Gibt's halt noch eins. Ja, spüre meinen Lichtzauber! Du Minecrawler, du. Zock, zong. Aber durch die Reihen schlitzen. Sehr schön, sehr schön. Ah, vielleicht hilft uns unser Boy. Sehr nice. Hopp, Boy. Mach mit. Gibt's genug für uns beide. Ist
Besten den hier zuerst. Ich will die Erfahrung natürlich haben. Ey, Jungs, Jungs, komm, rück mir nicht so auf die Pelle, ja? Sehr nice. Last Hit. Ich bin der Boss. Oh Gott. Oh Gott, ich sollte Ding spielen, League of Legends. Last Hit. Geht ab. Dann doch lieber den Einhändel. Komm her, Kleider. Okay, Konzentration. Und der kämpft immer noch. Mit der Spitzhacke. Löblich, löblich. Nein, das wird bei der 200 Erfahrung. Randall. Ein Mist viel weniger. Okay. Das war's anscheinend. Das mit den Beincrawlern, sie waren auf jeden Fall jetzt nicht so unbedingt das größte Problem. Naja. Weiter schürfen. Na, die Gier nach Eisen, sie ist unermesslich und nicht zu stillen. 10 Stück. Und Gott, dort oben gibt's jetzt dann auch nochmal eine Kammer zum Plündern. Eieieiei. Eieieiei. Natürlich eine Menge Schwefel, der irgendwie am Boden verstreut rumliegt. Mehr Schwefelgedöns. Und die Fackel. So, dass ihr was seht. Sehr schön. Also, wir haben hier nochmal. Noch ein paar Erze hat er. Oh Gott, ich glaube, ich schnippel da ein bisschen. Oder vorspulen. Vorspulen ist auch immer gut. Sehr schön, und damit wäre die Höhle geplündert. Randall, wie schaut's aus? Die Mine ist sauber. Du meinst, es leben keine Viecher mehr, die uns stören könnten? Sehr gut, Junge. Jetzt können wir ungestört die Mine ausnehmen. Ja, auf jeden Fall. Wo ist dieses Okara? Nicht weit weg. Ein Stück weiter östlich von hier. Na gut, na gut. Ja gut, Okara schauen wir uns in einer anderen Folge an. Jetzt geht's wieder zurück. In irgendeine Stadt, wo es einen Amboss gibt. Am besten Adir. Adir ist wunderschön. Auf geht's. Teleport und los. Dum, dum. Ein Schleifstein. Amboss. So, klopf, klopf. Hast das Schwert? 112. Zeig mir deine Ware. 112. Das kostet 4000. Wieso ist einer so teuer, frage ich mich im Moment. Der wird er wurscht sein, weil ein Bastardschwert. Haben wir gleich 9? 95. Da machen wir einfach mal 5. 5-mal Bastardschwert hergestellt. So, unsere letzte Waffe war das Breitschwert mit 70. Selbst geschmiedet. Ja, gegen das Bastardschwert. Das hat auch noch mehr Reichweite. Passt. Jawohl. Ja, Leute, das ist ein Schwert. Damit geht was. Schwerwaffenkunde, ein Bastardschwert ist ein 1,5 Händer. Man kann ihn. Es hat einen verlängerten Griff, ob es mit einer Hand. Und leicht genug, um es mit einer Hand zu führen. Es kann aber auch mit zwei Händen geführt werden. Na gut, sehr gut.
Damit hätten wir auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Waffe. Mit der geht's jetzt auf nach Braga. Ein bisschen Nomaden aufschlitzen und so ein Gedöns. So. Frage, oh Gott, wo bin ich? Da. Sehr schön. Eigentlich hätte ich gehofft, es geht schneller mit dem Schwert hier. Naja, gut. Sehr gut, also jetzt bin ich wieder total. Nach vollem Chill hier bin ich wieder total aus meinem Ding draußen. Jetzt hatten wir noch nicht. Joes hatten wir. José hatten wir. Hey, Luca. Willkommen in Braga. Ich bin Luca. Guten Tag, Luca. Hast du was zu verkaufen? Ich bin untröstlich, doch kann ich dir keine Rüstungen anbieten. Alle Jäger, die für mich gearbeitet haben, sind tot. Oh nein. Sie gerieten in einen Hinterhalt der Nomaden. Oh mein Gott. Vielleicht versuchst du es in der nächsten Stadt. Ja, natürlich. Was ist die nächste Stadt? Im Osten liegt Benerai. Das Minendorf ist fest in Sanchos Hand. Dort gibt es immer was zu tun. Und wenn du ausdauernd genug bist, kannst du auch versuchen, dich nach Mora Sul durchzuschlagen. Die große Sklavenburg liegt von hier aus im Süden. Aber der Weg ist nicht ungefährlich. Ja, das machen wir auch. Ich bin hier, um dein Tribut einzufordern. Tja, da bist du wohl umsonst gekommen. Ich habe nicht ein einziges Goldstück. Das ist schlecht für dich. Warte. Lass mich dir einen Vorschlag anbieten. Lass hören. Ich kann dir eine Rüstung herstellen, wenn du mir dunkles Leder bringst. Cool. Und im Gegenzug soll ich den Tribut für dich zahlen. Es ist ja nicht viel, dass ich Zubin schuldig bin. Nur 500 Goldmünzen. Easy. Eine Rüstung von mir ist viel mehr wert. Ja, klar. Gut. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Gut, ich gehe drauf ein. Ich danke dir, Sohn der Klugheit. Du machst damit ein gutes Geschäft. Oh, Sohn der Rüstungsherstellung. Ich gehe natürlich liebend gern auf dein Angebot ein. Und hier ist es auch wieder daran, diese Folge zu beenden mit einem geilen neuen Schwert. Rat von mir. Waffe weg. Ja gut, ich will nur angeben, Leute. Ah, Schwert. Und weg. Schwert. Weg. Schwert. So, Leute. Haut rein.